Ja, ihr Lieben, ich melde mich hier von meiner Terrasse und möchte euch kurz zeigen, wie man mit GIMP eine Fotomontage erstellt und wie man an die Bilder kommt. Dazu schalte ich Firefox ein, habe ich hier schon, und meine Lieblingssuchmaschine. Gebe dort ein, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne ein Bild vom Mond. Und kann jetzt hier auch spezifizieren, dass ich eben einfach nach Bildern suchen möchte. Und ich wähle mir hier eins aus, was möglichst recht klein ausfällt und was einen möglichst gleichartigen Hintergrund aufweist, zum Beispiel eben reines Schwarz oder so. Der Mond hier ist schön und der hat nur 1000x600 Pixel. Das wähle ich also aus und sage hier dann bitte Datei anzeigen. Jetzt müsste ich das Vollbild bekommen, alles schön schwarz und dort der Mond. Ich mache einen Rechtsklick und veranlasse, dass die Grafik gespeichert wird. Grafik speichern unter, soll mir bitte auf den Desktop tun, da habe ich schon ein paar Mal vorgearbeitet. Und das Spiel wiederhole ich jetzt. Ich suche einfach noch nach einer Nachtaufnahme von Rostock. Und auch dort bin ich wieder bei den Bildern und bekomme hoffentlich gleich welche angeboten. Dieses Bild hier, das finde ich schön. 1005x1080, das ist okay. 1905 hat sogar. Ein schönes, großes Bild. Klick. Und auch hier wieder ein Rechtsklick und Grafik speichern unter. Das packe ich mir auf den Desk. Jetzt habe ich gerade GIMP gestartet. Je nach Rechner kann das teilweise auch wirklich lange dauern. Am schnellsten geht es mit Linux-Geräten. Und die Bilder von eben, die ja hier auf meinem Desktop sind, die ziehe ich mir jetzt hier einfach in GIMP. Jetzt habe ich das Hintergrundbild gewählt, will das Farbprofil noch irgendwie umwandeln, das soll man ruhig machen. Jetzt habe ich hier also meine nächtliche Landschaft. Ich gucke hier mit 66% drauf, das heißt im Klartext, dieses Bild ist schon mal heftig verkleinert. Ich mache mal groß. Ganz wichtig ist, dass die Ebenen zu sehen sind und dass hier die Werkzeuge zu sehen sind. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht sein, kann man hier bei den Fenstern noch zuschalten. Und dann bekommt man das eben und macht mehr Möglichkeiten der Einstellung. So, das klicke ich mal weg, weil ich es im Moment nicht brauche. Weil Ebenen hier eine ganz große Rolle spielen, so ganz kurz ein Exkurs Ebenen. Darf man sich vorstellen, wie Klarsichtfolien, die man so übereinander legt. Jede Klarsichtfolie hat irgendeine Beschriftung oder eine Bezeichnung. So könnte eine Klarsichtfolie einen Umriss des Fisches beinhalten. Die nächste Folie hat dann vielleicht die Blutgefäße und das Blutsystem. Wieder eine andere Folie, die Atmungssysteme. Und so kann man diese Folien miteinander kombinieren. Und so ist das hier auch. Das hier ist also jetzt eine Ebene. Und damit man das besser sieht, kann ich an der Stelle hier die Ebenen in einer etwas größeren Form darstellen lassen. Jetzt ändert sich einfach nur die Darstellungsweise. Es ist also ein bisschen größer. Das ermöglicht mir nachher gleich eine bessere Orientierung in diesem Bild. Also noch einmal, hier kann man die Vorschaubilder ein kleines bisschen größer machen. Da. Als nächstes greife ich mir das Bild vom Mond und öffne es auch mit GIMP. Und dieses Mondbild, das muss einen Alpha-Kanal haben, sonst bekomme ich hier Schwierigkeiten mit der Transparenz. Also eigentlich gibt es hier nur eine Ebene und da schaue ich mal nach, ob da Transparenz gesetzt ist. Und wenn nicht, setze ich hier noch einen Alpha-Kanal dazu. Da wird die Transparenz mitgespeichert. Das habe ich jetzt gemacht. Dann wähle ich mir das Werkzeug für einen Farbbereich aus. Das ist dieses hier, denn das ist ein in sich geschlossener Bereich, schwarz. Und hier kann ich dann noch sagen, Kanten glätten, Kanten ausblenden und wie doll. Damit kann man experimentieren und spielen. Auch mit dem Schwellenwert hier unten kann man experimentieren und spielen. Also ich wähle jetzt diesen schwarzen Bereich aus und drücke die Entfernen-Taste. Es sollte ein Schachbrettmuster auftauchen. Dieses Schachbrettmuster steht für Transparenz. Ich kann jetzt meine Auswahl umkehren. Auswahl invertieren. Jetzt habe ich nur den Mond und das Transparente nicht. Ich wähle hier Bearbeiten und Kopieren. Das Bild liegt jetzt in der Zwischenablage. Und nun schalte ich um in die
in das andere Bild von GIMP. Das müsste hier ein zweites Mal sein, dort. Und dort kann ich jetzt wahrscheinlich schon mit einem einfachen Rechtsklick bearbeiten, einfügen als, na, wo bist du hier, einfügen als neue Ebene, das von eben einfügen. Jetzt schwebt mein Mond hier einfach über der Stadt. Ich kann die Ebenen hier sichtbar machen oder unsichtbar machen. Dann sehen wir, wo der Mond halt steht. Ich kann ihn mir mit diesem Werkzeug dahin schieben, wo ich den Mond gerne hätte. Ich muss jetzt die Größe noch ein bisschen anpassen. Der Mond ist einfach zu groß. Dafür gibt es hier bei den Ebenen die Möglichkeit, die Ebene zu skalieren. Mal gucken. Transformation. Skalieren. Da. Der hat jetzt hier eine Größe von ungefähr 442 Pixeln. Und das machen wir deutlich kleiner. Naja, 200 ist schon ganz gut. Skalieren. So. Da ist der Mond jetzt. Mein Bild ist also um den Mond reicher geworden.